Wir befinden uns hier am historischen Ort, dem ehemaligen Lagergelände des KZ Wörbelin, das sich direkt an der Straße befand. Dort ist heute die L72 und ich habe die Lagerkarte mitgebracht, wo man also auch die Straße eingezeichnet sieht. Wir befinden uns hier auf dem Gedenkplatz, der 2005, 2006 geschaffen wurde. Und dahinter, also dort, wo heute der Wald steht, begann damals der Stacheldrahtzaun. Es sind 100 Meter circa von der Straße entfernt. Der Zaun war noch sehr primitiv. Es sind roh behauene Holzstämme und der Zaun war auch noch nicht elektrisch geladen. Und wenn ich das zur Karte halte, müssen wir uns also vorstellen, dass quasi hier also eine freie Fläche war und dann dort hinter der Zaun begann. Ja, im Hintergrund befindet sich die Straße, die heutige L72. Und jeder Mensch, der damals von Ludwigslust nach Schwerin gefahren ist, hat also diese Wachtürme gesehen und auch diesen Zaun. Das Bestimmende des KZ Wörbelin ist nämlich, dass es am Ende des Zweiten Weltkrieges errichtet wurde. Die Bedingungen so katastrophal waren, dass die Menschen hier aus Hunger gestorben sind, beziehungsweise aufgrund der katastrophalen Unterbrennung. Wir haben hier ein Foto, wo man nochmal den doppelten Stacheldrahtzaun sieht. Im Hintergrund die Baracken, die also auch ungefähr 300 Meter von der Straße entfernt standen. Und wir sehen hier auf diesem Foto auch keinen Baum, keinerlei Vegetation. Das Besondere des KZ Wörbelin ist, dass es das zuletzt eingerichtete Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme war. Neuengamme liegt südlich von Hamburg-Bergedorf. Und im Januar 1945 war ja das Vernichtungslager Auschwitz schon befreit. Allerdings sind die Häftlinge zuvor auf die sogenannten Todesmärsche gegangen. Und die Tragik ist tatsächlich, dass Menschen, die Auschwitz überlebt haben, hier im KZ Wörbelin im April 1945 verhungert sind. Im Februar 1945, in der Nacht vom 14. zum 15., trafen 500 Häftlinge aus dem Konzentrationslager Neuengamme im sogenannten Holzbarackenlager Reiherhorst ein. Dieses Lager Reiherhorst befand sich 500 Meter in dieser Richtung. Dort ist heute auch ein Wald. Man kann noch Fundamentreste sehen, aber damals war auch hier eine freie Fläche. Und wie wir auf der Karte sehen, befand sich das Lager direkt an der Straße. 500 Häftlinge aus Neuengamme sind hier untergebracht worden und sie haben mit Hilfe von Firmen aus der Umgebung dieses neue Lager errichtet, und zwar Steinbaracken. Dieses Lager sollte kein Konzentrationslager ursprünglich werden, sondern das Stalag Luft 4 Groß-Tychow hinter Swinemünde gelegen, sollte hierher evakuiert werden. Firmen aus der Umgebung, aus Ludwigslust, Grabow, waren am Bau dieses Lagers beteiligt. Und wir haben zwei Phasen der Lagergeschichte. Im Februar, März sind die Häftlinge also hier untergebracht. Hier war der SS-Bereich und hier wird das neue Steinbarackenlager gebaut. Wir befinden uns hier nur auf einer kleinen Fläche. Im Hintergrund sehen wir die Eichenallee und es geht noch fast anderthalb Kilometer in diese Richtung. Dort, wo heute die Straße nach Weselsdorf geht. Bis zu diesem Punkt sollte das Lager also gebaut werden. Das ist die Eisenbahnlinie Ludwigslust-Schwerin. 1938 war hier das Eisenbahngleis ausgebaut worden. Hier ist ein sogenannter Kreuzungsbahnhof eingerichtet worden. Es war ein zweites Gleis, sodass die Züge aneinander vorbeifahren konnten. Und als dann die Transporte mit den Zügen eintrafen, sind die Häftlinge rückwärts in den Zügen auf dieses Anschlussgleis geschoben worden und dann ausgeladen worden. Anfang April stehen die Amerikaner dann aber an der Elbe, die Rote Armee vor Berlin. Und es beginnen Räumungstransporte, besonders aus dem Raum Braunschweig, aber eigentlich in ganz Deutschland. Vor der Front werden die Konzentrationslager häufig geräumt. Und Neuengamme Außenlager aus dem Raum Braunschweig werden Richtung Norden gebracht mit dem Ziel Wörbelin. Das heißt, die Funktion des Lagers ändert sich. Ab Mitte April, konkret am 13. April, treffen erste Transporte aus Schandelar und Fallersleben ein. Die Züge werden hier auf dieses Gleis gestellt.
Der Zug aus Behndorf, der die Strecke über Nauen genommen hat, hat keinen Platz mehr. Und dieser Zug fährt sogar weiter bis in das Dorf Sülzdorf. Vom 13. bis 15. April wird dieser Zug dort auf ein Nebengleis gestellt mit insgesamt über 4.500 Menschen. Zwischen dem 13. und 15. April gibt es Diskussionen zwischen der Luftwaffe und der SS, der Lagerleitung Neuengamme, über die Nutzung des Steinbarackenlagers. Und am Sonntag, dem 15. April, wird die Entscheidung gefällt, dieses Lager als Auffangslager für Räumungstransporte zu nutzen. Allein an diesem Sonntag kommen insgesamt 3 Transporte an mit über 2.500 Menschen. Die Baracken haben teilweise noch kein Fensterglas, keine Inneneinrichtung und die Häftlinge bauen sich selber aus rohbehauenen Holzstämmen Bettgestelle. Die Häftlinge bekommen in diesem Lager nichts. Sie haben das, was sie von den anderen Konzentrationslagern mitgebracht haben. Es gibt in diesen Baracken keinerlei Matratzen oder Strohsäcke. Einige der Häftlinge haben Decken, aber nicht alle. Es gibt auch eine Waschbaracke. Eine Baracke, die zur Hälfte Latrine und zur Hälfte Waschraum ist. Aber in diesem Waschraum ist das Wasser noch nicht installiert. Und dieser Raum wird dann auch als Leichenhalle genutzt. Im Lager gibt es nur diese eine Wasserpumpe für am Ende 5.000 Häftlinge. Keinerlei andere Wasserversorgung. Hinzu kommt, dass viele der Häftlinge schon im Koma liegen bzw. sehr krank sind, weil sie tagelang in diesen Zügen unterwegs waren. Und als sie hier in Wöbbelin eintreffen, sind viele von ihnen sehr krank. Es gibt ein Krankenrevier, aber auch hier in diesem Krankenrevier haben wir im Prinzip keinerlei Medikamente. Das ist die Katastrophe für viele der KZ-Häftlinge. Am Ende sterben 20 bis 80 Personen täglich. In der letzten Woche werden diese Menschen auch nicht mehr beerdigt. Ende April befinden sich im Konzentrationslager Wöbbelin fast 5.000 Menschen. Am 1. Mai werden Häftlinge noch in einen Zug geführt. Dieser Zug fährt aber nicht mehr ab, weil die Lokomotive einen Beschuss abbekommt und defekt ist und nicht mehr fahren kann. Am Vormittag des 2. Mai werden die Häftlinge wieder ausgeladen. Sie berichten, dass noch mehr Tote auf dem Gelände lagen. Und am frühen Nachmittag verlassen die Wachmannschaften das Lager. Die Häftlinge werden sich selber überlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist die 82. US-Luftlandedivision und die 8. Infanterie der Amerikaner bereits auf dieser Straße unterwegs Richtung Schwerin und Wismar. Und sie entdecken das Lager durch Zufall. Alle sagen das Gleiche. Man konnte das Lager riechen, ehe man es sehen konnte, weil über 500 Tote in den Baracken auf dem Gelände liegen. Sie sind erschüttert und die amerikanischen Soldaten geben das, was sie bei sich haben, Schokolade, Kondensmilch. Und das ist die Katastrophe, weil die Körper der Häftlinge dieses nahrhafte Essen nicht vertragen und viele daran auch sterben. Dieser Gedenkplatz erinnert an alle Toten des Konzentrationslagers Wöbbelin, die 1945 an verschiedenen Orten im Neulüblower Wald, in Wöbbelin, Ludwigslust, Hagenow und Schwerin beerdigt wurden. Der Platz wurde von der Mecklenburger Künstlerin Dörte Michaelis 2005 und 2006 geschaffen. Die Fläche wird von Rissen unterbrochen, die wie Wunden wirken. An den Rändern tragen die Klinkersteine über 800 Namen von Opfern, die zwischen dem 17. Februar und Ende Juni 1945 gestorben sind. Ein Rundweg führt durch einen Teil des ehemaligen Lagergeländes. Wir gehen auf diesem Weg jetzt in Richtung Waschbaracke. Ja, wir befinden uns jetzt hier mitten in einem Bereich des ehemaligen Lagergeländes. Die Baracken haben wir vor einigen Jahren schon durch diese Latten gekennzeichnet und es sind hier Stelen aufgestellt. In dieser Stele befindet sich ein sogenannter Guckkasten und ein historisches Foto aus dem Jahre 1945. Man kann also hier durchgucken und muss einen Schritt zur Seite treten und hat dann quasi den Blick des Fotografen von 1945. Das Besondere ist ja, dass hier die Amerikaner die Befreier waren. Die hatten Frontberichterstatter dabei und diese Frontberichterstatter haben also sehr viele Fotos und Filmaufnahmen gemacht, auf die wir zurückgreifen können.
Wir befinden uns jetzt mitten im Rundgang des ehemaligen Geländes. Hier im Zentrum befindet sich die Baracke Nummer 60. Das ist die kleinste Baracke hier in diesem Bereich gewesen. Jede Baracke hatte eine Zwischenwand. Auf der rechten Seite war die Latrine. Es ist schon eigenartig, wenn man bedenkt, dass diese Latrine eben so von fast 5000 Menschen genutzt wurde. Hier in diesem Bereich war die Waschbaracke. In dieser fanden die amerikanischen Soldaten am 3. Mai 1945 155 Leichen wie Holz gestapelt, da die Toten in den letzten Tagen nicht mehr beerdigt worden waren. Wir gehen nun zum ehemaligen Lagereingang. Wir stehen hier an einem Punkt, wo wir im Hintergrund eine Skulptur sehen. Diese Skulpturen sind 2004 im Rahmen eines Workcamps gestaltet worden nach historischen Fotos. Hier an dieser Stelle befand sich der Lagereingang. Im Hintergrund, also genau 80 Meter entfernt, ging das Anschlussgleis lang. Und die Häftlinge sind, als sie mit dem Zug kamen, dann rückwärts hier auf dieses Anschlussgleis gestellt worden und sind von diesem Punkt in das Lager reingekommen. Auf dem Foto sieht man das kleine Haus, das an diesem Eingang stand. Auch dieses Foto ist natürlich nach der Befreiung gemacht worden. Wir sehen hier schon amerikanische Soldaten, drei Häftlinge, die also einen weiteren Häftling tragen. Was mit ihm ist, ob er krank ist oder tot ist, kann man nicht erkennen. Ja, ich stehe jetzt hier mitten in Bäumen, in Sträuchern, Brombeeren. Und hier an dieser Stelle befand sich damals die einzige Wasserpumpe. Wenn man sich dieses Bild anschaut, das ist also auch nach der Befreiung aufgenommen worden, sieht man, dass auf dieser gesamten Fläche wiederum kein Strauch ist und auch kein Grashalm ist, weil das einfach nicht existierte, weil Hunger das Bestimmende in diesem Lager war. Und wir sehen auf dieser Fläche auch, dass das Wasser, dass hier richtig Wasserpfützen stehen. Das liegt aber daran, dass natürlich die SS weg ist und dass die Häftlinge, als sie dann frei waren, dieses Wasser erstmal haben laufen lassen. Es gibt Unterlagen, beziehungsweise im Internet steht häufig, dass dieses Wasser verseucht war, dass es mit einem Massengrab in Verbindung gestanden haben soll. Das trifft nicht zu. Ich habe von Überlebenden erfahren, dass das natürlich kein klares Quellwasser war, sondern dass es eine braune Brühe auch gewesen ist. Aber es war die einzige Wasserversorgung und dieses Wasser war für die Häftlinge extrem wichtig. Und es spielt auch in allen Erzählungen eine Rolle. Wenn wir nochmal in die Richtung schauen, dann stand diese Pumpe also direkt vor dieser Baracke. Und wir sehen jetzt hier direkt auf die Latten und damals war das also der Eingang dieser Baracke. Das war also so zurückgesetzt. Dort, wo heute das Maisfeld ist, also hinter diesen Bäumen, sehen wir einen Rest, ein Stück von der Küchenbaracke zu erkennen an diesen großen Schornstein. Das sind Lüftungsklappen. Und das heißt, dass also diese gesamte Fläche bis zu dieser Eichenallee, die wir im Hintergrund auch sehen, noch zu diesem Bereich des ehemaligen Lagergeländes gehörte. Es ist aber so, dass nur diese Fläche, durch die dieser Rundgang führt, zum Verein Mahnung Gedenkstätten gehört und nur dieser Bereich als Gedenkstätte ausgebaut ist. Ja, wir sind jetzt an der Stelle, wo damals die Küchenbaracke gestanden hat. Und neben der Küchenbaracke, die also nochmal extra von Stacheldraht umzäunt war, befand sich einer der Durchgänge. Der Fotograf kommt durch diesen Durchgang und fotografiert also hinter die Baracke 58 und 59. Die Jugendlichen des Workcamps haben hier noch eine Skulptur aufgestellt. Und ich finde die Idee dieser Skulptur sehr berührend, weil sie in die Ferne schaut und die Jugendlichen haben diese Skulptur Hoffnung genannt. Die Hoffnung der Häftlinge, die das Lager überlebt haben und für die es dann auch noch eine Zukunft gegeben hat. Eine Zukunft, die aber von Albträumen geprägt war. Wir haben auch den Fakt, dass viele der Überlebenden die Befreiung gar nicht als solche wahrgenommen haben. Es gab ja auch keine Kämpfe um das Lager. Die Amerikaner haben das Lager durch Zufall entdeckt und
Henry Towe, einer der Überlebenden, hat vor einigen Jahren bei der Gedenkveranstaltung auch gesagt, ich bin befreit worden und ich habe es nicht gewusst. Er hat es deshalb nicht gewusst, weil er zu diesem Zeitpunkt in Koma lag. Und er berichtet, wie auch andere, dass viele nicht an diese Befreiung geglaubt haben. Und viele der Überlebenden sagen auch, hätte die Lagerzeit noch 3, 4 Tage, eine Woche länger gedauert, dann glauben sie, dass es nur wenige Menschen gewesen wären, die überlebt hätten. Der Verein Mahn- und Gedenkstätten im Landkreis Ludwigslust-Parchim e.V. erinnert an diesem Gedenkplatz an die Opfer vieler Nationen und Religionen, an die Opfer des Konzentrationslagers Börbelin. Es ist ein Gedenkort mit einer europäischen Bedeutung, wo sich alljährlich die Angehörigen und viele Menschen aus dem Landkreis zur internationalen Begegnung der Generationen treffen, um den Opfern ein Gesicht zu geben und an die Toten zu erinnern.